Hey Leute, die Anleitung für diese Brezel habe ich vor ein paar Tagen erst gesehen und es war so unglaublich lecker, dass ich sie unbedingt mit euch teilen muss. Ihr lasst die tiefgekühlten Brezeln einfach 20 Minuten antauen, dann schiebt ihr sie für ca. 5 Minuten in den Backofen bei 180 Grad, nimmt sie raus, schneidet sie auf und drückt sie etwas platt. Dann nehmt ihr euch einen Becher Schmand, gebt ein bisschen Pfeffer dazu, schön cremig rühren und dann verteilt ihr den gesamten Becher auf gerade mal 4 Brezeln, also es wird richtig schön cremig. Dann kommen etwas Schinkenwürfel drauf. Ihr könnt auch Thunfisch oder gekochten Schinken nehmen oder Salami. Es schmeckt alles mega geil. Und etwas Käse drüber. Und nach weiteren 8 Minuten sieht die ganze Nummer so aus. Das ist so cremig, so lecker. So habe ich sie beim Bäcker noch nie bekommen. Und für den kleinen Hunger zwischendurch kann man das Ganze auch mit einem Stück Brot machen. Guck mal, wie geil der Käse sich zieht. Aber auch im kalten Zustand schmecken sie absolut klasse. Ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie mir und meiner Schwester.